So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir sind auch schon bereits drin und wie ihr bereits seht, ist das neue Ryzen Zero Dawn Paket da. Wir gehen auch direkt rein in die Einzelheiten. Aber vorweg, natürlich, wer sich was gönnt, gerne auch mit meinem Creator-Code yt-familyhack. Grüße gehen raus an jeden Einzelnen, der sich da was gönnt. Ich habe schon gesehen, einige sind wirklich heiß auf das Emote. Wir gehen aber direkt mal alles nach und nach durch. Also das ganze Paket gibt es halt für 2600 V-Bucks. Finde ich, ist okay für alles, was man bekommt. So, wir gucken uns alles an. Der Skin, ja, aber ganz ehrlich, ich sah auf den Bildern sah es besser aus vorher. Aber Skin mit passendem Rückenaccessoire ist natürlich ein reines PlayStation-Ding, in Anführungszeichen, da das Spiel ja eigentlich nur auf der PlayStation gibt. Jetzt meine ich, wenn ich mir nicht sicher bin, sogar auf dem PC. Aber da will ich jetzt keine falschen Informationen rausbringen. Und für die PlayStation 5 soll es anscheinend ein exklusiv, Outfit geben. Aber was es halt wirklich nur für die PlayStation gibt, aber müssen wir mal gucken. So, des Weiteren haben wir den Kleider drin. Boah, der ist schon wuchtig. Dann Alois Bär. Okay. Dann Herz in Sicht. Da weiß ich jetzt schon, das wollen viele haben. So, dann Schildweberin. Auch eine schöne Tarnung. Dann, wie gesagt, das ganze Paket gibt es für 2600 V-Bucks. Auch mit dem passenden Ladebildschirm. Na gut, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den hätten sie auch mal kostenlos raushauen können. Aber wie gesagt, Skin, Pickaxe, Kleider, Lackierung und Emote für 2600, finde ich, ist okay. Wenn man sich das Ganze einzeln holen will, kostet es natürlich 4300 V-Bucks. Gut, aber ist schon ordentlich, was man spart, ne? Dann haben wir des Weiteren die Finsterbomberin wieder drin, natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Dann das, der Donnerross, Gott, Sprachfehler. Ist halt immer noch OG gefühlt. Und dann Glyphe der Dunkelheit. Da gehen immer Grüße raus. Ich liebe diesen Kleider. Halt typisch OG. Und dann haben wir das ganze Pulspaket mit zwei Skins, passenden Rückenaccessoires. Die Pickaxe dabei. Die ist eigentlich nice. Die Pickaxe ist nice. Aber die kann man auch nur spielen, wenn man irgend so einen Neon-Skin hat. Und dann natürlich der passende Kleider. Und die passende Tarnung dazu. Und 2500 V-Bucks ist okay, aber da muss ich sagen, da muss es einem wirklich gefallen. Ansonsten ist es doch schon ein bisschen teuer, weil die Skins alleine kosten 1500. Ja, das ist okay. Und dann haben wir des Weiteren drin Besicor. Gott, das ist so ein hässlicher Skin. Aber hässliche Skins, wissen wir, werden oft selten. Gibt es natürlich in mehreren Stilvarianten, beziehungsweise für mich sind das schon keine neuen Stile. Für mich ist das gefühlt immer jedes Mal ein neuer Skin. Aber da sah ich wirklich Geschmackssache. Und dann natürlich das passende Rückenaccessoire auch immer dabei. So, dann haben wir das weitere. Chrom ist wieder drin, auch ein schöner Skin. Überleg mal, Season 4, lang ist es her. Und dann die die habe ich nicht. Oh. Schlürf-Dackierung. Season 9. Ach, ja, ich sage, man wird alt. Man wird alt mit dem Spiel. Selbst ihr merkt, dass ihr alt werdet. Dann gut geölt. Fitnessrunde. Mach ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Kappa. Dann auf die Plätze. Ich habe geguckt, mehr passiert bei dem Emote nicht. Er schüttelt sich die Hände, macht sich startbereit und das war's. So, das war der Skin, den hatten wir schon. Dann natürlich von gestern nochmal der komplette Spind mit Glitter, mit Freemix, der Skin, Rückenaccessoire und natürlich die Pickaxe. So, was haben wir noch drin? Natürlich Anime-Legenden und letzter Lacher-Paket, genauso wie das Pickaxen-Paket. Also für 1200 drei Pickaxen ist okay, aber ich finde es trotzdem zu teuer für eine Pickaxe. So, dann haben wir noch Rette die Welt. Da kann ich euch sagen, haben wir heute wieder 40 V-Bucks. Und zwar bei Mission 82. Also 40 V-Bucks bei Mission 82. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Denkt dran, gerne Creator-Code eintragen.
yt-family. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.